Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier ein Kastenschloss. Ja, da soll ein neuer Schlüssel zugemacht werden. Wichtig ist erstmal, dass hier das mit dem Dorn passt. Ich habe da schon einen rausgesucht, aber so ganz passt der nicht. Also werden wir das Ganze eben ein bisschen passend machen. Das ist ja nicht so tragisch. Wir machen das erstmal eben einmal auf, um reinzusehen, wie sieht das Schloss überhaupt von innen aus. So, wenn es denn da gleich rausgeht. So, und das ist das Schloss. So gut, dass wir das aufmachen, weil das müssen wir nämlich auch ein bisschen schmieren. Und die Feder ist sehr stramm. Wenn wir mal gucken, schließt ihr das überhaupt zurück? Ja, sieht so aus. Na, viel weiter geht es ja auch nicht. Also, das ist auch schon Anschlag. Weiter geht es nicht, weil da liegt der Schlüssel nämlich auch schon an. Ja, eigentlich sollten wir das ein bisschen sauber machen. Dann nehme ich mal eben hier meine Drahtbürste hier. So, das sieht auch schon mal nicht schlecht aus. Und dann werden wir das Ganze zumindest schon erstmal einmal ölen. Das haben wir damit erledigt. Ja, das können wir jetzt mal beiseite legen. Jetzt haben wir das Problem hier noch, dass das mit dem Schlüssel nicht reingeht. Ja, da gucke ich mal hier hinten drauf. Da sehe ich das. Da muss es ein bisschen nachgefeilt werden. Dafür habe ich dann so kleine Schlüsselfeilen. Die sehen also praktisch so aus. Und eigentlich wird das im Schraubstock gemacht. Das ist so, dass ich das da ein bisschen anpasse. Noch ein kleines Stück und dann. Dann geht der Schlüssel da schon fast durch. Ja, ein klein bisschen ist da noch dran. Jetzt geht der Schlüssel da dementsprechend durch. Kann man das hier wieder alles reinsetzen? Ja, und schon funktioniert das Ganze.
Jetzt zieht also auch schon ganz einen Weg zurück. Ist soweit alles okay. Damit haben wir einen Schlüssel für dieses Kastenhinterlichtschloss. Ja, das war es erstmal soweit von meiner Seite aus und dann freue ich mich schon wieder auf mein nächstes Projekt.